Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmare Creatures. Heute am 24. Juni um 6.50 Uhr am Morgen. In der letzten Folge haben wir das 7. Level abgeschlossen und werden jetzt dementsprechend mal ins 8. gehen. Das heißt, ich drück das. Ja, das ist richtig. Ich konnte gerade meine eigene Schrift nicht lesen, aber ja, das hat funktioniert. So, am Ende dachte ich mir so, ja, was heißt das jetzt hier nochmal? Aber ja, ich kann anscheinend noch halbwegs Passwörter eingeben. Super, super, super. Ja, wir haben dieses Level hier mal kurz am Ende der... Ja, wollte doch gerade sagen. Am Ende der letzten Folge gesehen, ne, ganz kurz, der da hat mich ja irgendwie penetriert. Ja, ihr habt es gehört, ein neuer Tag. Ich habe gestern, nachdem ich fertig war mit Spielen, mal so ein bisschen auf YouTube Oh Gott, Alter, meine Leiste geht aber schnell den Bach runter, ey. Und da lebt der Bastard noch. Ich habe mal so ein bisschen auf YouTube nachgeguckt, ne? Ist immer gut zu wissen, ob man, vielleicht mal etwas spielt, was nicht so viele Leute gespielt haben. Vielleicht kann ich ja dann mal von 0,25 auf 0,75 Zuschauer kommen. Das wäre doch mal richtig geil, oder? Wenn ich das schaffen würde. Und ja, da habe ich gesehen, das haben tatsächlich nicht so viele gespielt. Also ich glaube, zwei Deutsche habe ich gefunden, zwei, drei und ein paar Amis. Das Interessante bei den Deutschen war, dass da zwei Typis waren, die das Spiel irgendwie in knapp 2 Stunden durchgespielt haben. Ich habe mir jetzt natürlich nicht alles angeschaut und so, ist ja klar. Ich habe mich da so ein bisschen durchgeklickt und dachte so, okay. Erst dachte ich, die hätten es halt nur angezockt, aber dann liefen da auf einmal die Credits und ich dachte, oh, boah, alles klar. Ist schon wieder so ein unnötiger Kampfbereich hier. Glücklicherweise ist er ein bisschen nach hinten gerutscht. Und dann war da dieser eine Typ aus dem Jahre 2015. Also ich will jetzt hier nicht unnötig lästern, ne? Aber ich finde das... Das ist schon wieder geleckt. Ups, okay. Kleiner Jumpscare. Habe ich noch... Ne, ich habe nur diese große. Ja, ich würde gerne noch einen Hit warten. Ich fand das sehr, sehr lustig und zwar hat er so gemeint, ja, ich werde jetzt natürlich nicht das komplette Spiel durchspielen. Also ich werde das Spiel nicht bis zum Vergasen spielen, also könnt ihr das dann nochmal selber für euch spielen. Dachte ich mir auch so. Immer diese Deutschen, ne? So einerseits wird man immer, kommt immer diese dämliche fucking Nazi-Keule vom Start, aber sowas wie, ja, lass mal Gas geben und ich habe bis zum Vergasen gespielt. Das ist irgendwie noch in Ordnung, ne? Und dann... So, ich glaube, 5 Minuten später oder so sagt er, ja, also ihr könnt die deutsche Version natürlich spielen. Also, da muss ich mich entschuldigen. Anscheinend gab es wirklich eine deutsche Version. Aber es empfiehlt sich natürlich, die englische zu spielen, weil, ja, ne, man hat da mehr Atmosphäre. Lach, 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 ne. Damit meinte er natürlich, dass man ja in der deutschen nicht die Körper abtrennen konnte und in der deutschen Version gibt es ja kein Blut und so. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, gesagt, ne? Man hatte da so Tekken-ähnliche Special Effects. Scheiße, natürlich lebt er noch. Und da dachte ich mir auch, was für eine feine Doppelmoral, wie er einfach nach zweierlei Maß misst. Ne? Einerseits sagen, ja, ich habe bis zum... Ach, ich guck mal, ich kann dem Vieh sogar eine Schelle geben. Das ist ja lustig. Der hält doch gar nicht so viel aus. Einerseits zu sagen, ja, ich habe bis zum Vergasen. Ich will es nicht bis zum Vergasen spielen. Und andererseits so, sich nicht die Blöße zu geben und zu sagen, ja, spielt mal lieber die Version, weil da kann man Körperteile abtrennen. Also, da dachte ich mir auch so, okay, das macht auf jeden Fall Sinn, Kollege, oder? Das macht auf jeden Fall Sinn. Immer diese anderen Let's Player, die einfach keinen Sinn ergeben. Moment. Nee, das waren Ratten. Ich denke irgendwie immer, ich könnte irgendwie was vergessen oder so. Naja, so viel dazu. Jetzt habe ich das Thema schon wieder unnötig breit gelatscht. Ist echt schwierig, so Leute verkloppen und dabei zu reden. Habt ihr das schon mal versucht? Habt ihr mal versucht, während einer Schlägerei ein tiefgründiges Gespräch zu führen? Glaube nicht. Glaube nicht. Also ich habe es auch nicht versucht. Bin glücklicherweise noch nie in eine Prügelei geraten. Bei mir, ich baller dich jetzt mal sicherheitshalber so ab. Bei mir kamen immer diese halbstarken Leute an, die mich quasi provozieren. Ich provoziere zurück und dann kommen die so an und sagen so, ey, ja, was soll denn das? Was bildest du? Oh, ist das eine Axt? Ist das eine neue Waffe? Was bildest du dir ein? Wo ich mir so denke, ja, du hast doch angefangen.
Oh, ein Waffen-Upgrade. Ja, geil, ey. Und wenn ich das jetzt nicht eingesammelt hätte, dann hätte ich für den Rest meines Lebens einen Scheiß gehabt, oder was? Ja. Ja, also so diese halbstarken Leute, die dir dann 20.000 Jahre ins Gesicht schauen, aber nichts machen. Zu dem letzten habe ich gesagt, so, ey, willst du mich vielleicht küssen oder so, ne? Also, so immer so dieses Alpha-Verhalten, so dieses, oh ja, ich schau dir jetzt in die Augen, oh ja, geil, ja, dann machen wir mal das hier, oder? Hä? Oh. Okay. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt was zum Werfen. Aber... Ha, keine Ahnung, was das sein soll. Warte mal, ich hatte da unter meiner Waffe sowas Blaues, ne? Vielleicht wäre das ja ein zusätzliches... temporäres Upgrade meiner Waffe gewesen oder so. Hm. Schade, habe ich jetzt ein bisschen verdammelt. Aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich meine, wenn ich die Gegner stunlocke, dann stunlocke ich sie halt. Also dauert zwar ein bisschen, aber am Ende verrecken sie. Ob ich jetzt da nun 2 Sekunden länger raufschlagen muss oder nicht, das ist ja dann letzten Endes auch egal. Jetzt ist doch wieder hier ordentlich Monster-Party angesagt hier, ne? Sehr, sehr viele dämliche Spastis hier. Aber die kann ich ja notfalls auch so ein bisschen, denke ich zumindest, umgehen. Ach komm schon, hier, friss. Das funktioniert. Jedes Mal denke ich mir, das funktioniert nicht. Also wie der wirft. Ja, lass mich mal durch. Löst dich mal bitte auf, Kollege. Okay, dich können wir penetrieren. Im besten Fall natürlich, im besten Fall. Notfalls kriegst du Dynamit ab. Mit Leben sieht es gerade nicht so gut aus, ne? Fakomatico. Ach, komm schon! Ja, genau. Wird er mir eine Schädel über mir geben? Oder ich setze mal das ein. Was war das nochmal? Ach, Blend. Genau. Ja, von mir aus. Bevor ich hier sterbe. Dann wiederum, ich habe ja, glaube ich, noch ein Leben oder so. Ich bin ja noch nicht verreckt, ne? Das war ja jetzt nur mein Adrenalin, welches da Allahu Akbar gegangen ist. Das Interessante ist jetzt natürlich, dass ich gerade nicht weiß, wo ich hin muss. Ich bin jetzt so oft hin und her gelaufen. Ich meine, wir könnten das mal kaputt machen. Ja. Es ist mir gerade zu viel Kreisverkehr-Style. Ja, deswegen, also, laufe ich wahrscheinlich gerade irgendwie im Kreis. Oh shit, ich bin gleich tot. Ja, hier war der Speer. Okay, jetzt weiß ich minimal, wo ich bin. Ich glaube, ich muss mich rechts halten. Ach, endlich darf ich mich mal rechts halten, ohne Ärger zu kriegen. Ey, lul. Lul, ey! Das ist ja so lustig, ey. So wie mein Tod es gleich sein wird. Nee, ich habe tatsächlich... Bin ich irgendwie verreckt? Ich habe keine Ahnung. Oder wurde da mein Passwort nicht... Ah, ich habe keine Ahnung. Es könnte auch sein, dass ich einen Tod nicht mitbekommen habe. Oder beziehungsweise... Ich wenig Leben hatte, dann war mein Adrenalinbalken leer und dann fing schon das nächste Leben an. Das könnte auch sein. Okay. Da. Zugegebenerweise war das jetzt schon so ein bisschen unangenehm, ne? Aber man muss natürlich auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich am Anfang viel geredet habe. Vielleicht kann ich das jetzt ein bisschen besser machen. Okay. Kann ich das? Nee, ne? Ich wollte jetzt mal meine Leben einsehen. Oh, gut. Nee! Ich starte tatsächlich nur mit einem Leben. Das ist ja... Warum? Warum jetzt so plötzlich? Verstehe ich irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier auf Load Game gehe, war ich da genauso arm dran? Ich glaube, ich hatte nur so einen halben Lebensbalken, ne? Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, dass dieses Passwort meine Situation übernommen hat. Was habe ich ihn? Ach shit, das sollte ich jetzt nicht machen. Ich habe keinen Gegenstand. Nee. Naja, also... Wir sind arm dran, aber es könnte schlimmer sein. Von daher sollten wir die Passwortfunktion schon verwenden. Ja.
Okay, gut, ja. Oder auch nicht. Ja, was war jetzt das Problem? Ich fand, das waren zu viele Gegner und die Umgebung war so ein bisschen behindert. Oh, warte, warte, ich guck nochmal, ich guck nochmal. Nee, hier gibt's nichts. Oh, ja, geil. Ja, ey, wir können auch gerne Murmeltiertag spielen, wenn du das unbedingt willst. Wenn das, das ist, nach das es dir dürstet. Ups. Ja, hallo? Ach so. Da, 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 da. Mann, 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 ey. Da wollt ihr mich doch schon wieder am Morgen reizen. Ja, wobei, es sind erst 10 Minuten rum. Gut, ich dachte, wir wären jetzt schon bei 17 Minuten oder so. Ja, dann geht das ja noch. Dann kann ich ja hier vielleicht noch was in dieser Folge schaffen. Komm auf jeden Fall wieder dahin. Hier auch diese Stelle so, das. Was soll das? Ganz ehrlich. Was soll das? So links, rechts? Ja, dräng mich mal in die Falle. Alter, dein Ernst jetzt? Dein fucking Ernst? So, bin ich da schon mal lang gelaufen? Oder ist das jetzt die Stelle, wo ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, sorry, Leute. Sorry, aber. Ich nehme hier schon wieder viel zu viel Schaden, ey. Was soll das, ey? Ist doch unglaublich. Ba, 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 ba. Ja, ich gebe das Passwort so lange ein, bis ihr es euch abspeichert. Dann könnt ihr das auch gerne zu Hause nachmachen und direkt hier in diesem Level starten, wenn ihr denn wollt. So, jetzt nochmal. Dann werde ich beim nächsten Mal rechts lang gehen. Ja, währenddessen kann ich ja vielleicht ein bisschen reden. Natürlich versuche ich jetzt nicht so viel zu reden, nicht, dass das jetzt hier wieder passiert. Es gibt tatsächlich auch einen fucking zweiten Teil. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was die sich da so einfallen gelassen haben. Ob die da vielleicht so das eine oder andere verbessert haben, man dann vielleicht da, ach, das geht gar nicht hier lang, ob man da vielleicht irgendwie eine bessere Steuerung oder so hat. Wenn es natürlich, was ist das für ein Mutterficker schon wieder? Was soll das? Wir werden es natürlich nicht sofort spielen, aber ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Denn ich habe ja Spaß. Zumindest jetzt noch. Wenn wir natürlich jetzt hier die nächsten 8 Stunden an diesem Level hocken müssen, dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Links, rechts, ne. Das ist eigentlich, wenn der jetzt hier von alleine verrecken würde, würde sich dann mein Balken trotzdem wieder füllen. Im Grunde weiß ich ja nicht. Aber wie gesagt, Adrenalin ist ja meiner Meinung nach immer so eine Interpretationsfrage. Ich meine, wenn ein Monster bzw. ein Mensch vor mir zerstückelt werden würde oder generell alleine die Tatsache, dass ein Mensch. Ja, mittlerweile passiert es mir bei vielen Menschen auch, dass ich an Menschen vorbeilaufe und mein Herz rast. In erster Linie passiert es mir natürlich bei holden Weiblichkeiten. Wenn ich dann. Autsch, den habe ich vergessen. Wenn ich dann auch noch so. Ach komm schon! Bist du jetzt Ruffy oder was? Besonders wenn ich dann merke, dass sie dann auch irgendwie mir hinterher gucken oder so. Oder sage ich mal, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, so über mich reden oder so. So, also von daher, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn der jetzt so ein Monster vor mir wäre oder so ein Massenmörder oder so, alleine da würde ich doch schon einen Schub kriegen. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass du hier unbedingt die Leute selber vermöbeln musst, um einen Schub zu kriegen, oder? Gott, der hat sich. Ich dachte gerade, mein Aufnahmeprogramm hat sich abgemeldet. Wollte sich auf einmal nicht mehr aktivieren lassen. Ich hoffe, man hört mich noch, Müll. So, hier wieder eine Menge, Menge Monster. Eine Menge, Menge Fantasie. Alter Verwalter, ey. Du bist so ein Mutterficker, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Plötzlich kann er was. Plötzlich kann er was. Guck mal, ich gehe mal hier hin und dann mache ich den hier. Lululululul. Ja, da ist er wohl ins Wasser gefallen, ne? Der vor mir natürlich. Der war ja schon im Wasser, aber ich glaube auch dahinter. Ne? Ah, ne, der Mutterficker lebt ja noch.
Nee. Komm, ein allerletztes Mal mache ich hier noch Quidditch. Dann muss ich wohl wieder blocken, Leute. Anscheinend. Auch wenn das die letzten 500 Male nicht nötig war. Anscheinend sind die Gegner jetzt aggressiver. Anscheinend. Ja, also ich bin ja eher dafür, dass man mir dann irgendwie neue Gegnerarten gibt. Aber nö, wir machen die alten einfach aggressiver und hoffen, dass es der Spieler nicht merkt oder so. Oder dass der Spieler womöglich denkt, er wäre schlechter geworden. Weil hier, was ist das? Guck mal hier. Oh, geil. Oh, ja, jetzt. Oh, ja. Oh, ja, geil. Oh, ja. Guck mal, ich hab mich mega verbessert. Ja, ich habe jetzt ganz neue Taktiken entwickelt. So, dieses... Mir fällt immer nur dieses englische Wort ein. Inconsistent. Dieses, es ist nie gleich, es ist immer irgendwie anders, das Faktor-Teil, jetzt würde ich eigentlich in die Blocke gehen, in den Block-Modus. Fuck off. So, das hat er jetzt auch schon wieder 500.038,56702 mal besser funktioniert. Warum? Ah ja, genau, klar. Dafür kriege ich jetzt Gottes Strafe ab. Fallen mir einfach Steine auf den Schädel. Ja, hier kommt Frist, zack, ja, geil. So, brauchst nicht aufstehen, alles gut. Wow, wenn du mich jetzt, wenn der mich jetzt ins Wasser gekickt hätte, ne? Oh mein Gott, Leute, das wär's gewesen. Nein, jetzt hör doch mal auf hier, tot. Ja, jetzt stehen wir mal nicht im Weg hier. So, das habe ich schon wieder vergessen. Leider, ihr Dynamit-Style, wow, ja, nicht Opan Gangnam-Style, sondern Dynamit-Style. Oder Ninja-Style hätten wir da auch noch. Vom lieben Ryder, genau, da kam jetzt wieder so ein Ding. Ach, ich hab wieder verzweifelt die Block-Taste gesucht. Das passiert mir ja bei Facebook nicht. Nee, bei anderen passiert das nicht, die wissen, wie man mich auf Facebook blockt, ja, geil. Das war jetzt natürlich auch sehr, sehr professionell. Wollte mich doch eigentlich nur heilen. Jetzt mache ich so unnötige Fehler hier. Was ist das? Na gut, man kann halt nicht 500 Mal alles richtig machen. Ach, guck mal. Da war ja der liebe Crowley. Hier, ganz ehrlich. Fuck off. Da habe ich keinen Bock drauf zu debattieren. So, hier müsste ja dann... War das hier? Ne, das war... Jetzt muss man natürlich schauen, ne, dass man dann sich gegebenenfalls den Weg merkt. Damit man dann hier nicht unnötig Adrenalin verliert. Ja, du bist... ich habe keine Worte mehr dafür, ganz ehrlich. Was sagt die Uhr? Ja, 2 Minuten. Vergiss es. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Nightmare Creatures. Was auch immer das war. Keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Ob die sich jetzt dachten, wir haben jetzt mal richtig Steroide geschluckt. Wobei, warte mal. Steroide schlucken bedeutet nicht zwangsweise, dass man stark ist, oder? Weil das ist ja forcierte Muskelkraft. Ich bin mir nicht sicher. Haben Menschen, die Steroide nehmen, wirklich Kraft? Oder sehen die nur so aus? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher. Ich hoffe, dass ich mir sicher sein kann, dass wir es dann in der nächsten Folge schaffen. Also, ne, die Gegner, ich weiß nicht, die sind mal so, mir macht eher wirklich der Weg zu schaffen. Also, ich hoffe, ich krieg das dann beim nächsten Mal hin. Nicht, dass ich da wieder unnötig Adrenalin verliere. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.